Bist du soweit? Ja, ja. Pulverisiert. So, fahr du noch. Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, heute schon läuft. Und hoffe, dass im Teil 4 ihr dann halt seht, wie das gute Eutechen einen guten Dienst macht, zusammen mit seinem kleinen Brüderchen. Und ja, lass uns überraschen. Viel Spaß. Probieren wir es einfach. Alles klar. So, heute ist unser letzter Tag in der Werkstatt. Auto wird jetzt foliert vom Friedhelm, der auch damals die Autos foliert hat für uns in Köln bei Toyota. Also mit den originalen Aufklebern, allem drum und dran, wie es sein sollte. Und ja, dann sehen wir uns dann bald auf der Strecke. Noch Setup gemacht und dann sind wir durch. Jo, der Friedhelm war jetzt da gewesen. Hermann und ich, wir werden dann sehr zeitnah alles packen und dann geht's ab nach Mugello. Was soll ich denn kommentieren? Jetzt wird gefrühstückt. Also machst du quasi den Unterschied zwischen Österreich, oder ne, Deutschland sind wir ja noch, und italienischem Kaffee. Aber du musst den dann bewerten, weil... Ja. Ist ja noch deutscher Kaffee, ne? Ja, der geht. Der ist halt wie aus einer... deutschen Kaffeemaschine, ne? Auf nach Italien. Der da, der fummelt immer an mir. Das heißt... Ach, bis mal im Film. Lieber Herr Fuchs, ich würde mich jetzt hier offiziell gerne bewerben wollen, weil Sie ja quasi jetzt immer 6 Monate in deinem schönen neuen Heim. Und da habe ich gedacht, das wäre doch super. Dann könnte ich schön bei Ihnen anfangen. So Halbtagsjob, 2 Wochen da, 2 Wochen weg. Für unglaubliche 86,5 im Jahr. Und... ja. Aber 5! Man darf nie gerade Zahlen werden. Und die 2 Wochen, wo ich dann da wäre, würde der Dirk mich einfach so anstempeln. Nein, gar nicht. Das hat einen Kündigungsgrund, du Sickel, dann bin ich auch arbeitslos, Abi. Hör auf! Weltweiter Unterschied. Die Italiener können ganz viel. Was soll ich da noch sagen? Also wie ihr euch vorstellen könnt, beide Autos sind von 2003, wisst ihr ja jetzt. In der Saison 2003 haben wir wirklich versucht, den Kontakt da zur Spitze zu kriegen und unmenschlich viel getestet. Ich meine 4, 5, 26 Tests haben wir in der Saison gemacht. Das Auto hat sich sehr stark verändert über das Jahr 2003 und einige wissen es vielleicht, da war ja auch ein bisschen was, das ist ja eine Ferrari-Kopie, da war ja ziemlich viel... ja, Stress drumherum. Kannst du das auch aber so offiziell sagen oder so im Nachhinein? Ja, es war sehr viel, das kann man aber alles nachlesen, aber dann können wir später mal drauf eingehen. Wenn Interesse besteht, aber dann muss ich mich nochmal schlau machen, ist jetzt auch schon 20 Jahre her, aber es war schon ziemlich viel los bei uns damals, wo auch mit Polizei und Büros wurden gestürmt und. Ja, vielleicht wenn die Follower das kommentieren, dann... Ja, wenn Interesse besteht, was können wir da ein paar Sachen drüber sagen. Egal. Auf jeden Fall pulverisiert. Pass auf, schlag nicht kaputt. 2002 sind unsere Autos noch komplett mit Stahlsuspension gefahren. Also Wischbones, alles war noch aus Stahl.
Während der Saison wurde das dann alles auf Kohlefaser umgebaut. Die Evolution von dem Auto war in dem Jahr schon sehr, sehr extrem. Unsere Autos haben jetzt alle Kohlefaser-Suspension. Ich hatte es eigentlich so gewollt, dass mir so ein bisschen was das eine Auto auf dem Anfangsspec lassen, von der Aerodynamik und so weiter und so fort alles. Und das zweite Auto dann, wie es halt zum Schluss, zum Ende der Saison war, wo du es direkt erkennst, ist nur so eine Twitter-Version. Diese Batchboards hier an der Seite, diese großen, wir haben die Turning Vents genannt, die waren beim 2003er Auto noch so wie beim 2002er Auto am Anfang von der Saison. Nach einigen Monaten, wenn ihr mal gerade umschwenkt auf das Auto, seht ihr, wurde dann diese flache untere Version gebaut und auch gefahren. 2003er Auto erkennt ihr immer daran, wenn ihr von hinten guckt, ist das Auto der einzige Toyota Formel 1, der dieses ovale Endrohr hat mit diesem Steg drin. Dieser Steg ist auch, das Endrohr ist nochmal so ein kleiner Aufsatz drauf und dieser Steg, der musste drin sein, weil ohne Steg durch die Vibrationen sind uns die Auspuffe vibriert, also gerissen. Ansonsten sind sie sehr ähnlich jetzt, aber wie gesagt, wenn ihr das sehen würdet, in Köln bei Toyota kann man es sehen, wenn man genau auf die Details geht, wie stark sich dieses Auto verändert hat im Laufe der Saison. Und wie gesagt, der Chefdesigner damals war Gustav Brunner und daher natürlich auch der Kontakt zu Ferrari. Und zu dem 2004er, der da in der Box steht, das war dann schon das Auto, wo der Gustav Brunner uns leider verlassen musste. So viel zu unseren Autos. So für den 3 Jahren, wenn man einen kleinen Einblick habt. Wir fahren gleich mit dem Auto. Die zwei Dreierautos, wo ihr natürlich mit Sicherheit noch einiges an Input bekommt von unserem Kamerakind, die sind gut gelaufen und an dem Vierer, den wir jetzt nach längerem mal wieder gefahren sind, da hat ein bisschen die Kupplung geschwächelt. Genaueres wissen wir noch nicht, ob da jetzt Öl drauf gekommen ist oder ob da vielleicht ein Sensor war oder einfach der Verschleiß etwas höher war. Auf jeden Fall werden wir dann zu Hause mal das Getriebe ziehen und Kupplung uns mal genau angucken. Und ja, und ich hoffe, beim nächsten Event haben wir noch ein paar neue, andere Schätze dabei, dass ihr auch mal wieder kräftig bei uns anklickt. Dann schönen Tag noch. Ciao.